Wir sind hier heute in der Hauptwerkstatt der KVB in Weidenpesch. Wir wollen uns den Umbau der alten 2100er Wagen in neue, moderne 2400er Fahrzeuge einmal genauer anschauen. Los, komm mal mit hinter die Kulissen. Hier seht ihr ein altes 2100er Fahrzeug, das in Kürze saniert wird. Kommt mal mit, wir schauen uns das alte Schätzchen nochmal von innen an. Typisch für die alten Fahrzeuge waren die dunkelroten Sitze und ihre zuverlässige Technik. Die alten 2100er haben in den vergangenen 30 Jahren durchschnittlich 265 Kilometer am Tag zurückgelegt. Eine ganze Menge. Schauen wir uns nun die verschiedenen Schritte des Umbaus an. Zunächst wird das alte 2100er Fahrzeug demontiert, sodass lediglich die Karosserie übrig bleibt. Dann wird der Wagenkasten mittels Sandstrahlen von Rost und anderen Verunreinigungen befreit. Danach werden Schweißarbeiten durchgeführt, um zum Beispiel die Dachkomponenten für die Temperieranlagen oder die Haltestangen an den neuen großen Mehrzweckflächen zu befestigen. Im nächsten Schritt wird der neue Fußboden verlegt, zuerst die Lignitplatten, dann Kautschuk. Im Anschluss erhält die alte Karosserie in der Lackierhalle einen neuen frischen Anstrich. Jetzt wird mit der Montage begonnen. Zunächst werden Kabel durch eine Fremdfirma eingezogen. Dann montieren die KVB-Kollegen Heizungen, Verkleidungen und vieles mehr. Das nahezu fertige Interieur sieht dann so aus. Hier sehen wir einen fast fertigen 2400er. Die neuen Fahrzeuge erhalten natürlich auch neue Räder. Links sehen wir ein Drehgestell ohne Anbauteile, rechts ein komplett neu bestücktes und verkabeltes Gestell. Zum Schluss kommen die Sitze, Automaten und die Haltestangen mit Blindenleitsystem in die Bahn. So sieht der umgebaute ergonomische Führerstand aus. Er bietet dem Fahrer dank eines größeren Sichtfensters nun einen besseren Blick auf den Verkehr. In den 2400ern gibt es nur noch einen Führerstand. So stehen den Fahrgästen mehr Sitzplätze und Mehrzweckflächen für Rollatoren, Kinderwagen und Rollstühle zur Verfügung. Nachdem der Wagen in Betrieb genommen, von der Qualitätssicherung überprüft und die Bremsabnahme erfolgt ist, kann er zum ersten Mal auf Strecke gehen. Hier kommt gerade ein 2400er von einer Testfahrt zurück. Erst wenn er eine Testphase von rund 2000 Kilometern erfolgreich abgeschlossen hat, erteilen die zuständigen Behörden die Zulassung und der Wagen darf die Fahrgäste im Liniennetz der KVB befördern. KVB. Menschen bewegen.